Hallo und herzlich willkommen zu The New Fallen and Free. Hier ist Steven mit Let's Play Dynasty Warriors 7 Part. Bin ich denn gerade 37? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich meine 37. So, wir sind jetzt mit Huan Gay hier auf diesem Schiff angekommen. Wir werden jetzt aber erstmal gucken, was wir hier überhaupt für Waffen haben. Damit macht er seinen Ex-Angriff. Und dieser Felsbrocken ist tatsächlich das Geilste, was er hier zu bieten hat. Okay, dann lassen wir es mal drin. Gut, hauen jetzt ein paar Siegelchen nochmal rein, so wie das. Ist immer hier Gesundheit ein bisschen hoch, ein bisschen Angriff hoch. Ja, und dann gucken wir mal. Lebade. Ja, was würde wohl zu diesem hier noch gut passen? Ein Pinsel und ein Flegel soll zu dem gut passen. Ich glaube auch, sieht auch aus. Bin hier einfach mal ganz simpel ein Speer. Aber den habe ich schon ausgerichtet. Was war? Ja, dann ist ja gut. Werde ich den auch nochmal eben mit ein paar Siegelchen versehen. Wie gesagt, Angriff, Gesundheit, Verteidigung, das Beste, was man machen kann. Und jetzt geht's hier weiter! So, jetzt haben wir hier. Man, ich sehe hier gar nicht, das Teil ist so groß. Also, die haben alle schon. Ja, bei dem muss ich mal eben den Speer nehmen. Da kann ich die mal ein bisschen schneller umlegen, bevor die mir hier einen von Latz ballern. Ja, das geht ganz gut. Ich muss mal gucken, was die nächste Attacke von ihm ist. Was war das denn? Den mit den Händen zerschmettern. Oh, diese Bogenschützen sind ja mal richtig nervig, ne? Rennt nicht vor mir weg! Ihr habt's verdient zu sterben! Ihr seid die schlimmsten Gegner überhaupt, die es hier gibt in diesem Spiel! So. Ja, der Plan hat gut geklappt, sehe ich auch so. Was steht ihr da an der Ecke, Penner? Eine geile Mucke, hört ihr euch das an? Das ist einfach nur krass. Dieser geile Metal aus der Hölle. Echt. Oh, ich mache euch alle platt. So, nächste. Oh, voll daneben down. Ja, so geht das. Bla 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 bla. So, jetzt erstmal gucken, wie machen wir. Erstmal machen wir den hier da unten platt, den Offizier. Und ihn mal schön in die Menge rein. So, jetzt machen wir nochmal die Musu. Mal sehen, ob sie jetzt. Nein. Machen wir nochmal! Alter, was macht er denn da? Er macht hier irgendwas mit seinen großen Pranken und dann funktioniert das nicht mehr. Toll, und das hat auch schon wieder nicht funktioniert. Komm doch mal her! Meine Güte, ey. Das ist aber ziemlich lahmarschig. Yeah. We are so heroic, bitches. Only in this place. Und da kommen schon die nächsten Opfer. Für Huan Gay. Bin so gay, schaut mich an. Ich hab einen Zopf hinten dran. So, komm, ich will jetzt Wrestling mit dir machen. Alter, ey! Jetzt mach ich Wrestling mit dir! Was war der? Alter, warum? Was war das denn jetzt schon wieder? Ah. Irgendwie. Alter, diese Bogenschützen. Das Taishisu gegen irgendwem. Ich kann es ja nicht erkennen, weil diese Glocke so groß ist, die er da hängen hat. Bam, 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 bam! So, jetzt! Oh, Alter! Den habe ich ja vergewaltigt. Armer Kerl. Ja, ihr dürft weiterleben. Ihr habt schon schwer genug. Nee. Outshine! Hier, jetzt aber! Jetzt haben wir ihn! Oh, eieieiei, ich glaube, den haben wir aber richtig mal das Genick gebrochen. Also ich finde, der hat die geilste Muse überhaupt. Finde ich jetzt schon cool, muss ich ehrlich sagen. So, der kriegt auch einen auf den Sack. Oh, eieieiei. Ich glaube, da würde ich mich auch nicht mehr nachher holen. Aber jetzt nehmen wir mal hier den Speer wieder. Spießen hier mal ein paar auf. Das ist schon lustig. Das macht schon Spaß. Also ich dachte, bei dem ist die Muso echt nicht langweilig. Das ist saugeil.
So, und jetzt. Ey! Oh, geh weg! Ja, das hat ja viel gebracht. Was sollte das? Und jetzt! Autsch! Da ist noch einer irgendwo. Du kriegst auch einen ab. Hoffentlich treffe ich ihn. Ich hab ihn! Ei! Ah, der lebt noch! Der hat ein hartes Genick, allem Anschein nach. Wow, wow, wow. Zerfällt? So, jetzt aber. Oh, nochmal. Brech mir nochmal das Genick. Jetzt aber. Zweimal bringt Glück. Alter, Bogenschützen. Und noch mehr Muso, geil. Oh man, Pferd! Pferd! Da ist es ja. Alter! Ey! Anhalt! Boost, ja, ich booste in die falsche Richtung, sehe ich gerade. Ich muss hier lang boosten. So. Alles klar. Aber was haltet ihr euch mit diesen kleinen Bananen auf hier? Weiter hier runter. Haben wir noch ein paar Offiziere vor uns? Was rennst du gegen die Wand? Bist du bescheuert? Schwuler Sack, du! Ich bin Huan gay und gar nicht schwul. Ich bin Huan lesbian. Irgendwie so. Ach, scheiße. Jetzt geht's los. Komm ich da lang? Komm ich gar nicht. Achso, ich muss hier oben lang. Okay. Mensch, da haben die Schiffe aber gut zusammengebaut hier. Das macht ja alles Sinn. Nein, nein, nein. Böse. Achso, das war meiner. Da sind sie wieder. Hör auf. Ach, gut dran vorbeigehauen hier, wa? Sind sie? Alles Bogenschützen. Stay away. Das Wang Chan, Wang Kan, Wanken, Wankentüdel. Tüdelidüdeli, Hallöchen. Ui, was hab ich denn da wieder angestellt? Und jetzt hier, los geht's. Nein, ich hab ihn nicht gekriegt. Jetzt hab ich den Falschen. Naja gut, aber durch den Aufprall sind die anderen auch gestorben. Das ist ja generell auch beim Wrestling so. Die ganzen Fans, die da zuschauen, die sterben alle. Prinzipiell. Oh, da habe ich ihn. Wow. Also das ist gerade echt mal richtig geil. Irgendwie gerade so richtig mein Lieblingscharakter, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn er einen scheiß Namen hat. Das dauert mir wieder zu lange zu zuschlagen. Mal eben schnell wechseln. Muss ich ja ehrlich zugeben, also geile Moves hat ja der Typ hier wieder. So, schnell weiter. Was machen eigentlich die ganzen Offiziere da hinten? Was düdeln die denn da rum? Finden die den Weg nicht oder was? Jetzt! Ich hab ihn! Warum sollte ich diesen Moment bereuen? Ich hab das Rückgrat gebrochen. Das gibt Schöneres. Da ist er! Oh, Muso gegen Muso. Und ich hab einen anderen. Scheiße. Komm! Nein, das ist falsche Richtung. Oh, scheiße. Ey. Nicht fies. Alter, diese Bogenschützen, ne? Alter. Was macht der denn hier? So, und jetzt. Das war's. Ich brauche gar keine Waffe. Ich bin so auch schon
stark genug. Jetzt aber erstmal schnell wieder Waffe wechseln. Den ganzen hässlichen Bogenschützen mal töten. Yeah, Baby. Aber meine Offiziere kommen auch endlich mal hinterher. Man glaubt es ja kaum. Die haben doch den Weg noch gefunden. Gerade rechtzeitig. Yeah, I think I can break your bones. Okay, that's the wrong guy. Aber er ist auch drauf gegangen. So, zau, zau. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt werden wir hier nochmal cool die Waffen wechseln. Komm her. Das ist, du bist nicht zau, zau. Du bist zu, der Fettsack. Jetzt ist hier Action. Ich habe ihn. Oh, er hat's überlebt. Das ist ein ganzes Fett. Nächster. Ich habe ihn. Oh, das hat er auch überlebt. Das ist ein ganzes Fett. Dann muss ich ihn jetzt so schnetzeln. Ich habe ihn. Ist hier noch nicht vorbei, wie ich hier sehe. Da ist er. Pferd. Wo ist mein Pferd? Da ist es. Wie komme ich hier weg? Hallo! Ich muss hier beim Schiff runter! Ah! Jetzt hier! Scheiße! Scheiße nennt man das! Whoa, geh weg! Geh doch weg! Ah! Okay, er hat mich irgendwie nicht wirklich erwischt. Bam! Und das war's. Lord Huanggai, please, I ask that you leave the pursuit of Cao Cao to us. But why? We have already put a plan into place. Huanggai, what happened? I'm sorry, he got away. But Zhuge Liang, he was here? Just what is that man up to? Das frage ich mich auch, mein lieber schwuler Freund. Erzähler, los geht's. They engulfed Cao Cao's massive navy in a sea of crimson flame. It was as if Sun Quan and his men's raw determination had become a towering inferno. However, Cao Cao narrowly managed to escape with his life, and he still possessed the most formidable fighting force in the land. It was only a matter of time before he would turn his attention south once more. They could not count on the miracle at Cherbi to repeat itself again. Convinced of their fate, Zhou Yu decided to take to the offensive. Together with Gan Ning, he would invade Nanjuan in Cao Cao's land of Jing. And after occupying it, he would move on to attack Xianyang and seize control of Jing itself. With momentum on his side, he would force Liu Zhang of Yi to surrender, thus dividing the land between Cao Cao and himself. This would lead to a showdown with Cao Cao, and ultimately to a new age of Wu rule. This was Zhou Yu's plan to split the land in two. However, protecting Nanjuan was none other than Cao Cao's cousin, Cao Ren. This formidable opponent was said to be nearly invulnerable in a defensive battle. Further, yet another man threatened to cast a dark cloud over Zhou Yu and his carefully crafted plans. Gan Ning, die Schlacht von Nanjun. Geil!
sind wir ja. Wie sieht es aus, Ding Fang? Der Feind verschanzt sich zur Abwehrschlacht in der Burg. Ein Frontalangriff wird so beinahe unmöglich. Zudem scheint Liu Bei's Armee dort Stellung bezogen zu haben. Hä? Was soll denn das? Will er an unserer Seite kämpfen? Nein, eine solche Abmachung gibt es nicht. Zuge Liang, was hast du vor? So, das war ihm ja auch. Was hat er vor? Alles weitere erfahren wir im nächsten Part von Dynasty Warrior 7. Gebt ein Däumlein nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt einen netten Kommentar. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein, euer Steven.